Hier ist Fred von Fettspiel und ich begrüße euch zur nächsten Episode meines DSA-Schicksalsklinge Let's Plays. Beim letzten Mal war ich in Serske und Merske unterwegs, um euch so ein bisschen Eindruck zu vermitteln, was es so bedeutet, in der alten DSA-Welt in Aventurien zu reisen und mal so ein bisschen rumzukommen, die Welt zu sehen. Und heute wollen wir mal wieder einen Schritt zurück zu unserer Main Quest wagen. Das heißt, ich werde wieder den Hafen betreten, die Reisekarte laden und wir werden wieder zurück nach Torval gehen. Wir sind jetzt ja mittlerweile in Efferdun angekommen, haben also hier so eine kleine Reise gemacht an der Küste und jetzt geht es wieder zurück nach Torval, zurück zur Hauptstadt der Torvaler, zurück zu der Main Quest. Wir sind ja wahre Helden Aventuriens und wollen mal wirklich was erleben. Und man muss ja auch sagen, das habt ihr jetzt wahrscheinlich mittlerweile gemerkt, es ist nicht so, dass das Spiel einen an die Hand nimmt und einem die Abenteuer quasi vorbietet und irgendwie sozusagen eine Art vorgegebenes Muster, ein Raster gibt, dass man sozusagen das Gefühl hat, man muss sich um nichts kümmern und man geht einfach nur ganz schlauchig und linear durch die Level. Nein, es ist so, man kann tatsächlich auch ein bisschen immer nebenbei und neben der Quest her bewegen. Es ist also noch eine Art freie und offene Welt, aber es gibt natürlich trotzdem diese eine große Story und um zu dieser zu gelangen, müssen wir natürlich dort anfangen, wo alle großen Geschichten anfangen, und zwar in einer Taverne. So ist es. Wir müssen erstmal unsere Bierfestigkeit beweisen und mal schauen, was die Leute denn so gehört haben, wer denn wen kennt und wie man dann wirklich auch zu einer wichtigen Information kommt, dass man hier dieser Story folgen kann. Das ist ganz, ganz einfach. Guck mal, hier werden wir gleich mal überrannt. Wir müssen einfach eine Taverne finden und dann suchen wir uns jetzt mal eine schöne aus, würde ich sagen. Wo sind wir? Da sind wir und hier gibt es die Taverne Letzte Held, Taverne Drachenschiff. Also, Tavernen gibt es natürlich viele in Torval. Ist ja auch eine Stadt, die nun wirklich für ihre Trinkfestigkeit berühmt ist. Das Volk ebenso. Ist auch etwas, was man tatsächlich auch skillen sollte, sofern man hier unterwegs ist. Muss man natürlich auch darauf achten, dass die Fähigkeit Zechen auf jeden Fall geskillt wurde. Sonst kommt man hier nicht weit. So, weit kommen wir hier oben auch nicht mehr, denn hier passiert auch nicht mehr viel. Da sehen wir jetzt nur weitere Schmiede. Das heißt, wir suchen jetzt nochmal eine schöne Taverne. Also hier ist die Taverne Roter Morgen, die Taverne Verlorener Heller. Wir nehmen natürlich das Erstbeste. Wir sind natürlich eine Party, die nun wirklich nur den erlesensten Wein kostet, das schmackhafteste Bier. Und dann werden wir mal schauen, wo wir uns dann hier niederlassen. Das waren auf jeden Fall schon mal zwei Tavernen. Ihr seht ja hier immer, das ist ganz praktisch, wenn man jetzt tatsächlich zielsicher sucht und nicht einfach ein bisschen rumlaufen will, dass er die Minimap hat und sofort immer sieht, was hier wo ist. Man sieht jetzt hier immer anhand des Kelches die Tavernen und das ist natürlich super praktisch, dass man hier sofort weiß, wo man ist, wo man landet. Da seht ihr nochmal ein paar Tavernen. Zauberspiegel, glücklicher Zechpreller, steile Treppe, steiler Zahn hier, Sturmfelskeller. Also wir haben eine schier unendliche Auswahl und wir könnten es natürlich jetzt ganz klassisch angehen lassen, wie bei jeder Studenten-O-Phase, dass wir uns einfach mit einer Kneipentour begnügen. Das heißt, statt uns jetzt einfach irgendeine Kneipe auszusuchen und dort unser Glück zu versuchen, probieren wir einfach alle. Das machen wir und beginnen hier mit dem Sturmfelskeller. Also raus aus der Minimap, rein ins Vergnügen, rein in ein trinkfestes Saufgelage
und dann schau mal, was wir hier finden. So, sind im Stumpfelskeller in Torval unterwegs und dann sprechen wir doch mal mit dem Wirt. Und erstmal was trinken. Der Wirt füllt ein paar Krüge. Und sobald wir unsere Krüge haben, kommt natürlich immer ein dahinter. Und mal schauen, ob es irgendwas gibt. Der sich schon zum Gehen abgewandt ist noch was? Hatte, ihr kennt euch da sicher allerbestens aus, oder? Wohl. Mal gucken. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Also, ihr seht hier auch immer gelb hervorgehoben, was wichtig ist an Informationen. In der alten Zwingfeste befindet sich eine Kriegerakademie. Eine Zwingfeste waren wir doch schon, aber gut. Da freue ich mich. Es immerhin ist immer noch nicht besonders eine Information. Ist besser als keine. So, dann sind wir da und wollen, können uns ja mal in der Taverne etwas umsehen, setzen uns an einen Tisch in der hinteren Ecke und vielleicht können wir dort ja irgendjemanden anquatschen. Oder ist es halt immer nur noch der Wirt? Und dann würde ich einfach mal sagen, trinken wir noch mal was. Der Wirt beachtet euch und nicht weiter, sondern der Wirt bringt fragen euch das nochmal nach Informationen. Ja, aha, da gibt's noch was. Die Magierakademie liegt Beispiel am Nordtor, ganz in Nähe des Pereine-Tempels. Gut, das hätten wir wahrscheinlich nicht auch aus der Minimap erfahren. Ja, lasst mal überlegen. Aha, was gibt's denn noch? Die meisten Schiffe, die die Küste entlang fahren, machen erst gar nicht Halt in den kleineren Orten. Sie fahren direkt nach Efferdun oder Warnheim. Da haben wir nun zum Glück Glück gehabt, denn unsere Schiffe, die wir letzten Let's Play dort hatten, benutzt haben, die haben ja auch immerhin in den kleinen Ortschaften Mersk und Serske angehalten. Sonst wäre das wohl nichts geworden. So. Der lecker Hausteller. Trieft vor Fett. Das ist doch mal was. Als ihr euch fragt, ob euch nicht irgendein auelfischer Witzbold per alles klar. Und ich würde mal sagen, der Wirt wartet eure Antwort. Nachdem Nach wir hier Weile habt ihr die Bierkrüge geleert. Das Bier nochmal getrunken noch haben, machen wir vielleicht nochmal was ganz Verrücktes, werden hier uns beim der Kartenspiel Wirt hat offensichtlich tritt zu euch an die Theke und selbst verarschen. Und jetzt kommt jemand auf uns zu, das kann ja auch interessant sein. Ja, gern doch, lassen wir uns lassen wir uns hier einladen und wir treffen eine Frau namens Tula Oddersdotter, also die Frau, nicht die Frau, sondern die Tochter vom Odder, und stellen wir uns mal kurz vor, mal gucken, was Tula so erzählt. Aha, aha, ein gutes Warnsortiment ist was wert. Falls ihr etwas Ausgefallenes sucht, dann schaut am besten bei diesem eingeheirateten Störrebrander rein. Da kriegen wir also einen Tipp, wo man hier gut einkaufen kann. Das ist gar nicht so schlecht. Ihr habt ja bisher in den letzten Let's Plays gemerkt, dass dort sehr wenig gefeilscht wird eigentlich, dass es sehr schwierig ist zu feilschen, dass die Preise auch, das Preisniveau doch ganz saftig ist hier und da. Deswegen ist es doch gar nicht schlecht, wenn wir mal, wenn wir schon viel Geld bezahlen müssen, dann noch wenigstens was Gutes finden, ein gutes Warensortiment, was ausgefallen ist. Da können wir nochmal gucken, ob der Störrebrander dort das ganz, ganz gutes Sortiment hat. Es ist so. Immer noch nicht besonders viel. Oha, der Kopf von Brunhilde ist wie in Watte gepackt, die Nase läuft auch ununterbrochen. Die ist offensichtlich fertig mit den Nerven. Dann gehen wir mal lieber raus. Und ja, Gandalf hat immer einen Durst getrunken, Xelf hat immer einen Durst getrunken. Da geht's hier langsam los. Brunhilde ist krank. In Watte gepackter Kopf, das klingt ganz nach Dumpfschädel, eine weit verbreitete Krankheit hier in Aventurien. Und ja, Xelf und Gandalf sind betrunken. Na klar, der Magier und der Elf sind natürlich die Ersten, die hier, denen hier die Trinkfestigkeit abhanden kommt. Egal, es geht einen weiter. Die steile Treppe nehmen wir doch mit. Und schauen uns hier mal um. So, wenig Gäste anwesend. Der Wirt schaut euch na dann, nochmal 6 Bier, würde ich sagen. Füllt ein paar Krüge. Und, was gibt's denn noch hier Neues? Wo? Tja, ich weiß eine ganze Menge. Ja, die Küste entlang fahren dann und wann Schiffe nach Merske. Das haben wir selbst schon mitbekommen. Nicht. Damit können wir wenig tut anfangen. Mir leid, wenn ich keine große Hilfe für euch war. Tja. Tritt zu euch und an da kommt ein und mustert euch kurz. Mann, Wirt. Der bring dein gutes Hausbier uns auch noch sogar einen ausgibt. Mal schauen, was der so kann. Aren Askirson. Was erzählt er uns? Über den Ort,
Ja, genau das haben wir schon mal erfahren. Ziehen sich hier alle nur die gleichen Geschichten. Tja, ich glaube, dann sind wir hier auch weg. Und auch Fred und Grimosch haben jetzt einen über den Durst getrunken. Jetzt sind wir fast alle besoffen, bis auf unsere Streunerin und Brunhilde. Die ist nur krank, aber nicht besoffen. Ob wir noch eine schaffen, eine Runde. Jetzt waren wir im Sturmfelskeller in der steilen Treppe. Vielleicht können wir noch mal zum glücklichen Zechpreller. Aber wir kommen hier schon gar nicht mehr rum. Ist die Nacht noch jung? Hoffen wir es doch. Kann ja kaum laufen hier. Gucken, ob wir hier noch richtig sind. So. Da sind wir. Glücklicher Zechpreller in Torval. Und da würde ich mal sagen, sprechen wir doch mal wieder. Schlecht besucht. Ist ja mittlerweile auch schon spät. Der Wirt beachtet euch nicht weiter. Kurze und noch ein Bier. Schaut euch ein wenig um. Und was passiert hier? Es hat sich nicht viel getan. Ein paar Gäste haben das können wir uns auch vielleicht verlassen. Sparen vielleicht mal eine kräftige Mahlzeit, wo wir doch schon so viel getrunken haben. Gerade auch wenn es fürchterlich schmeckt. Der Wirt wartet eure Antwort tja, gar nicht richtig. Aber nach einer Weile habt ihr die Bierkrüge geleert. Mit viel Informationen kommen wir hier eigentlich nicht rüber. Mehr als aber hier passiert was. Die gut ausgestattete Tochter des Wirts kommt auf Gandalf mit einem verspielten Lächeln zu. Aha, hallo mein Hübscher, wenn du dich wie ein wahrer Mann fühlen willst, folge mir. Nein, wir sind ehrenhafte, standhafte Helden, selbst wenn wir betrunken sind, ignorieren die Tochter des Wirts und lassen uns auf solche Unzüchtigkeiten nicht ein. Es hat sich ja, hier passiert irgendwie nicht viel, oder? Ein paar Gäste haben dann machen wir uns mal auf den Heimweg. So, und jetzt ist auch Tanit besoffen. Und ich glaube, bin hier gelandet. Da. Zauberspiegel. Das wäre jetzt die letzte Taverne unserer O-Phase, unserer Kneipenrunde. Dann können sich auch hier die letzten besoffenen Studenten ins Bett legen. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. Immerhin nicht schlecht besucht. So, wollen wir gleich auf Informationen gehen? Da sagt er bestimmt, wir müssen erst was trinken, oder? Genau, wir essen erst mit einem Bier. Natürlich, aber bitte, Infos. Stehen die bestellten Biere. Was gibt es denn hier? Ein gutes. Ihr schaut euch ein wenig um. Das ist immer noch schwierig. Es hat sich nicht viel getan. Tja, muss ein bisschen umsehen vielleicht. Und da könnten wir vielleicht mal unseren betrunkenen Elfen zum Musizieren bringen. Xelf stimmt eine alte Weise an. So lieblich und doch kraftvoll, dass die ganze Taverne wie gespannt lauscht. Und immerhin haben wir ein Silberstück und zwei Heller dadurch bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Nachdem ihr die Tür und jetzt hoffen wir mal, dass uns der Wirt doch noch nicht weiter. Kurze irgendwie Zeit später, bemerkt, aber noch immer geht es in der Kneipe zu wie auf einem Marktplatz. Tja, auch hier einige kommt es nicht dazu. Damen haben sich ihr, als ihr nach guten Heimweg kriegen wir noch hinzu, aber das war's dann auch. So, ganze Nacht durchgefeiert, durchgezecht. Ich glaube, jetzt können wir uns dann doch schlafen legen. Ich schau mal, wo die nächste Herberge ist. Sollte ja nicht weit sein. Effertstrunk. Waren wir da nicht schon mal? Ja, ist doch super. Alte Stammgäste. Und dann werden wir uns mal hier schlafen legen. Schlafsaal wird wohl reichen, würde ich sagen. Und dann geht's mal ab ins Bett für meine Freunde der Sonne hier. Schlaft mal gut durch. Und der nächste Morgen kann kommen. Tja, und da Brunhilde krank ist, wollen wir unser Bestes geben. Wir machen es aber nochmal den nächsten Tag. Schlafen wir hier mal und versuche mal die Krankheit von Brunhilde zu stoppen. Wollt ihr es noch einmal versuchen? Safe kann ich mal erkennen, woran Brunhilde erkrankt ist. Wollt ihr es noch einmal versuchen? Muss es mal Gandalf versuchen.
Wollt ihr es noch einmal versuchen? Also irgendwie... Unsere Leute scheinen nicht ganz so bewandert zu sein. Da muss ich mal kurz gucken, mein Talentbaum. Das kommt mir jetzt ziemlich komisch vor. Heilen Krankheiten 3, Heilen Krankheiten 4. Okay, das ist nicht besonders viel. Aber so schlecht ist das nun auch nicht. Und während es hier in Torwall anfängt zu schneien, unfassbar, müssen wir uns vielleicht tatsächlich, wenn das so weitergeht, zu einem Heiler begeben oder wir lassen sie einfach erstmal erkranken. Vielleicht geht es ja sogar von selbst weg. Das werden wir dann nochmal sehen. So. Nächste Nacht. Nächster Tag, würde ich sagen. Und nächste Möglichkeit, einmal sich durch die Stadt zu zechen. Letzte Held, Drachenschiff, der betrunkene Kaiser. Fangen wir hier an. Es ist nie zu früh zu trinken. Rauf hier. Rein da. Und los geht's. Sechs Bier und was gibt's Neues? Tja, ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel. Ja, können wir sehr viel mit anfangen. Tritt zu euch an. Wirt, darf ich mich Iska Svennasdotter, was möchte sie? Erzählt ein wenig. Erzählt uns immerhin, dass sie ein guter Schmied unterwegs ist. Gunn Beonsson. Tja, meine Naja, besser als nichts, würde ich sagen. Aber das große Abenteuer wurde uns noch nicht angeboten. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir hier rechts weiter zu den nächsten Tavernen. Der letzte Held und Drachenschiff. Das sind immerhin auch zwei Tavernen, die hier nah am Hafen sind. Da müssen es doch Leute geben, die sich was zu erzählen haben. Irgendwelche Abenteurer, Reisende. Wir erwarten Großes. Und gehen mal rein. Drachenschiff, das klingt doch schon mal gut. Mal gucken, nachdem ihr ob wir hier hinter euch jemanden finden. Auf jeden Fall ist viel los. Zahlreiche Pfeifen, qualmende Luft ist zum Schneiden, lallende Gäste. Eine Runde für alle, sagen wir. Und einen für euch, guter Mann. Hab Dank, spendable Kunden. Noch so. Immer geht es in der Kneipe zu, wie auf einem Markt. Stellen wir erstmal zu essen. Euch eine kräftige Mahlzeit. Schmeckt sogar recht gut. Kommt mit euren Krügen an. Etwa eine halbe Stunde später ist der so. Seid doch ein schlauer Mann, habt das Ohr am Volk und kennt euch also, doch hier sicher bestens aus, oder? Ja, ich weiß eine ganze Menge. Mal gucken, ob er noch irgendwas Hilfreicheres weiß. Tritt zu euch an die Theke, mustert euch und lächelt. Na gut. Immerhin treffen wir noch jemanden. Komm, wir lassen uns die Geschichte hören. Kommt ein Zwerg zu Medikus. Ist doch eher ein Witz als eine Geschichte, oder? Ja. Torwall ist ein schönes Örtchen. Ihr sollt unbedingt länger hier bleiben. Ja. Gleich als ich reinkam, wusste ich, dass wir uns verstehen würden. Ja. Es ist ziemlich laut hier, findet ihr nicht auch? Ja. Gleich als ich reinkam, wusste ich, jetzt kommt er sogar noch her. Okay, alles klar. Wir brauchen etwas Ruhe. Dafür, dass ich euch ein Bier ausgegeben habe. Sehr witzig. Noch immer geht es in der Kneipe so. Zu, wie auf Tja. Einem Marktplatz. Hier sind auch nur komische Gestalten. Jetzt haben wir schon wieder alle einen über den Durst getrunken, aber gehen trotzdem raus. Tja. Und dann werden wir uns auch noch der nächsten Taverne an. Der Wirt das umsehen. Wohl. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Und nur zum Beispiel, aber... Ja, das hilft uns super weiter, was die hier so erzählen. Der Kneipe zu, tja, ich muss sagen, so richtig spannend ist das nicht, was die Leute hier sagen. Dann müssen wir uns wohl auf eigene Faust nochmal umsehen. Und ihr erinnert euch ja vielleicht noch an das allererste Let's Play. Dort musste ich ja zu den Waffenmeistern, hab mit denen gesprochen. Vielleicht soll ich das nochmal machen, denn die Otterskin haben offensichtlich mehr interessante Informationen zu teilen, als das hier bei den Leuten in den Tavernen der Fall ist. Und ich werde hier einfach mal ein bisschen durchgehen. Ich schaue mir auch nochmal alle Icons an, ob ich hier irgendetwas Interessantes finde. Hier sind nur ein paar
Tavernen, Schmiede, Eisenhof. Wir können auch einfach mal uns von Norden nach Süden durchfragen. Hier zum Beispiel einfach mal klopfen. Aber wir gucken, ob wir was Interessantes finden. So. Gucken, was da ist. Keilerei dauert eine Stunde. Können wir hier vielleicht ein bisschen Geld verzocken? Offensichtlich nicht. So, hier ist der Schmied und jetzt schauen wir mal. Irgendwo muss es doch was Interessantes für uns geben. Und wie ihr seht, muss ich schon so ein bisschen auf die Suche begeben. Das ist nicht so einfach. Aber hier, Otterskin der Sturmkinder. Da können wir schon mal hin. Wir sind keine Fremden. Wollen wir die bestechen? Oh. Sehen sie nicht so gerne? Weiter geht's. Tagchen, ihr wollt... Ne, hier wollten wir tatsächlich nicht rein. Gucken wir mal auf die Minimap. Wo können wir denn hier noch hin? Beinukreiter. Ich schaue mich einfach mal weiter um. Den Heiland können wir tatsächlich auch mal aufsuchen. Brunhilde ist immer noch krank. Bin ich ja mal interessant, was der denn so hat. Krankheiten behandeln von Brunhilde. Hat Dummschädel. Ich wusste es doch. Selbst ich wusste es, ja. Also heißt es ja, dass meine Fähigkeiten, Krankheiten zu heilen, schon größer ist als bei Gandalf und Xelf, die zu blöd waren, das wenigstens zu erkennen. Ja, toll. So, Brunhilde ist wieder völlig in Ordnung. Und ich bin völlig entsetzt, dass meine Leute das nicht gewusst haben. Brunhildes Stumpfschädel nicht kurieren konnten. Tja. Egal. Ich hab's geschafft. Und der Heiler natürlich auch. So. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen umgesehen. Guck mal, was es noch Interessantes gibt. Hier zum Beispiel sehe ich zwei Point of Interest quasi. Da wollen wir uns doch gleich mal umsehen. Dürfen wir nirgendwo rein. Einfach wird es uns nicht gemacht. Auch hier nicht. Tja, dann gehen wir mal wieder ganz in den Norden. Muss ich hier durch? Ich hoffe, das ist Norden. Nee, Westen wahrscheinlich, genau. Hier seht ihr es. Da oben gibt es ja auch noch so einen kleinen Kompass, der euch sagt, wo ihr unterwegs seid. So, und hier könnten noch Informationen zu Hause sein, oder? Magistrat, Haus von Sanjor Clegason, das klingt gut. Hier wollen wir uns mal etwas vergnügen. Wir wollten uns erkundigen, ob die Stadt fähige Kämpfen für gefährliche Aufträge benötigt. Der Hetman schickt uns. Tja, also irgendwie richtig hilfsbereit sind die Leute hier nicht. Dann werden wir das letzte Mal zu alten Zwingfeste gehen und uns dort noch ein paar Informationen holen. Falls uns noch irgendjemand hier helfen will in dieser Stadt. So. Alte Zwingfeste haben wir ja schon beackert. Schade, den Aussichtsturm von Torwall können wir auch nicht betreten. Der Müller möchte nicht mit uns reden. Tja, Leute. Hier in Torwall ist nicht mehr so viel zu holen. Und gut, dass ich weiß, dass ich Rumpelstilzchen weiß und dass ich, wie dieses Spiel eigentlich weitergeht. Und ich würde sagen, aber beim
Kontor Störrebrand werden wir nochmal kurz vorbeischauen. Denn der wurde uns schließlich empfohlen und wir wollen auch wenigstens eine Information, die wir hier bekommen haben in einer Herberge, doch irgendwie sinnvollerweise weiterverarbeiten. Das heißt, sprechen wir mal mit ihm. Diese Herberge könnte genauso gut am Marktplatz in Gareth stehen. Sie erstmal schlafen wir dort. Oder holen uns ein Zimmer. Geh mal in die Taverne. So. Die Taverne. Der Wirt. Schlecht besucht, habt ihr das gesehen? Der Wirt. Und das, obwohl uns das hier empfohlen wurde, der Laden. Nicht weiter. So. Der Wirt bringt das mal gucken, ob es irgendwas gibt. Ich weiß eine ganze Menge. Ach, erzählt nur er uns zum hier. Beispiel. Aber ob euch das weiterhilft, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht. Noch weiter, warte mal. Schaut euch ein wenig. War Störrebrande ein Laden, der uns empfiehlt wurde? Warum kann man da hier nichts kaufen? Das ist ja auch ein bisschen komisch. Ich werde also mal nochmal auf die Minikarte gehen. Tja, tatsächlich. Taverne und Herberge, aber... Ach, vielleicht haben die noch irgendwo einen Stand. Aber meine Güte, da habe ich jetzt auch keine Lust, da noch zu gucken. Tja, nee. Das lassen wir uns jetzt auch nicht mehr geben. Tja, dann würde ich mal sagen, wir werden jetzt auch gar nicht mehr dort einkehren. Ich habe die Schnauze voll auf die Torwaler. Und wir gehen gleich nach Feldstein. Denn dort, seht ihr auch, gibt es diesen Punkt, beginnt die gefährliche Gebirgsroute nach Orkanger. Und das Interessanteste wird es dorthin geben. Warum kann ich nicht dahin gehen? Ich muss wahrscheinlich hier lang erstmal. Tatsächlich. Erstmal zur Fähre. Ihr habt schon längere Zeit und das Gefühl, als würdet ihr von mehreren. Es kommt zum ersten Kampf. Die Wiegelager kommen. Tja. Wollen wir den simulieren? Wir simulieren den. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch, warum wir eigentlich nach Feldstein müssen. Soweit ich das noch weiß, ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt hier schon gesagt wurde oder ob das jetzt noch mein Wissen ist aus der alten Nordrhein-Trilogie, ist es jedenfalls so, dass in Feldstein wir eigentlich Isleif Olgarsson finden müssten, der für ein Kartenstück und weitere Informationen steht. Müssen eigentlich mal schauen, dass wir dorthin kommen. Ich weiß aber echt nicht, ob uns nicht das irgendwo gesagt wurde. Es gibt doch auch noch dieses Geisterschiff eigentlich, was wir irgendwie erforschen sollten. Aber kann ich mich nicht mehr erinnern, dass uns das jetzt hier gesagt wurde. Wenn, dann irgendwo im ersten oder zweiten Let's Play, was jetzt ja mittlerweile auch schon Monate her ist. Ansonsten mache ich das jetzt einfach. Immerhin war ja Feldstein auf der Karte markiert. Das heißt, das sollte ja auch ein Hinweis darauf sein, dass wir dorthin müssen. Und dann machen wir das jetzt einfach mal. Wir wollen jetzt mal wieder ein bisschen zurück zur Hauptquest. Was natürlich jetzt schade ist, ist tatsächlich, dass jetzt in den Tavernen eigentlich nur Belanglosigkeiten ausgetauscht wurden. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt noch falsche Erinnerungen habe, was die alte Nordrhein-Trilogie anbelangt. Aber normalerweise ist es so, dass dort Informationsdichte doch ein Ticken höher ist. Wir waren jetzt eigentlich in allen Tavernen der Stadt und wurde uns eigentlich nur Blödsinn erzählt, sag ich jetzt mal. Egal. Wir gehen jetzt mal nach Feldstein. Das ist auf jeden Fall der nächste Punkt der Reise. Torwall-Feldstein, das sind die ersten beiden offiziellen Wegpunkte der Nordland-Trilogie und ich denke, wenn wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher an der Hauptquest bewegen, dann wird das Ganze auch ein bisschen dichter gepackt sein. Ich habe euch ja eingangs erklärt, man kann DSA, man kann die Nordland-Trilogie auch ein bisschen fernab der großen Quest spielen, aber für das Let's Play würde ich mal sagen und für die Spannung und die Dichte
der gesamten Partie und des gesamten Spiels, würde ich mal sagen, werde ich es einfach mal machen und werde jetzt wieder versuchen, zurückzukommen zur Hauptquest, bevor ich mich hier in ewigen Kleinkämpfen vertüdel. Apropos Kleinkampf, wir sehen hier, dass wir immer noch mit den Räubern zu kämpfen haben. Und wie es aussieht, hat es Tanit auch schon erwischt. Frag mich hier tatsächlich, ob es so schwer ist für unsere Helden, so ein paar Wiegelagerer zu erledigen. Offensichtlich schon, aber wir haben ja schon mal gesehen, dass der Automatikmodus tatsächlich noch die Leute noch schlechter dastehen lässt, als sie ohnehin schon sind. Meine Helden sind ja leider noch auf der Skala der Rangstufen etwas weiter unten angesiedelt, aber mit so ein paar Räubern sollte man es tatsächlich doch noch aufnehmen können. Fulminictus. Aber hier seht ihr wieder mal einen Zauber fehlgeschlagen. Fulminictus Donnerkeil, Kampfzauber, eigentlich im Repertoire unseres Elfen gut vorhanden. Hat trotzdem nicht geklappt hier. Drei Räuber sind noch da. Angriff fehlgeschlagen, auch schon wieder, hat man auch schon mehrmalig gesehen. Eigentlich müsste Fred als Soldat mit dem Schwert doch etwas gewandter sein. Brunhilde hat es erwischt, ohnmächtig geworden. Bin auch mittlerweile ein bisschen enttäuscht, dass es schon des Öfteren passiert. Dabei haben wir mit einer Torwallerin eigentlich eine sehr kampferprobte, starke Kriegerin in unserer Party. Aber das ist offensichtlich hier nicht so der Tank, den wir uns erhofft haben. Aber tanken, dafür haben wir eigentlich auch Grimosch, unserem Kampfzwerg. Der steht hier auch vorne drin und macht bisher auch eine ganz, ganz gute Figur. So, sind auch nur noch doch immer noch drei Räuber da, richtig. Der dritte ist auch noch am Start. Alle Schüsse gehen hier auch daneben. So, jetzt kommt Gandalf, schlägt mit dem Stab zu, Fred mit dem Schwert. Immerhin jetzt mal 6 Lebensenergie verloren. Das sollte doch langsam auch mal dazu führen. Nein, wir verlieren unseren dritten. Auch Gandalf. Oh, der hat es tatsächlich total erwischt. Der ist nicht nur betrunken, sondern auch tot. Der stirbt gerade. Tja, so läuft es mit unseren Spielen. Also das ist natürlich jetzt wirklich leicht an der Grenze zum Bullshit, dass wir als Heldentruppe mit 6 Leuten gegen 3 Räuber oder 4 Räuber tatsächlich so absacken, dass 2 ohnmächtig sind, einer stirbt und unsere letzten 3 Kämpfer es sichtbar schwer haben, hier noch klarzukommen. Ich bin aber gespannt, wie das hier weitergeht. Aber wenn das so weitergeht, dann tja, müssen wir tatsächlich schauen. Man kann versuchen, übrigens, wenn jemand stirbt, kann man versuchen, in einem Zart-Tempel oder in einem Pereine-Tempel um ein Wunder zu bitten. Das wäre dann die Möglichkeit, dort den Toten wiederzuholen. Aber da ich sowieso nichts gemacht habe in dem Let's Play, was speicherungswürdig wäre, könnte ich mir sogar überlegen, nochmal zu laden und dann gleich nach Feldstein zu fahren. Das war eine Idee. Immerhin ein Räuber ist jetzt geflohen. Puh. Ganz schöner Nerv hier. So, was ist mit Grimosch los? Der ist vergiftet. Die Räuber haben offensichtlich auch noch ihre Klingen präpariert, mit Gift versehen. Tja. Heißt, da muss ich hier auch noch mich mal... Ich habe hier 2 Ohnmächtige. Einen Toten, einen Vergifteten. 4 Ohnmächtige. Jetzt gibt es nur noch Xelf, okay. Und der hat jetzt auch keine Pfeile mehr und kämpft jetzt mit bloßen Händen. Okay. Ich glaube, ihr habt jetzt sehr eindrucksvoll gesehen, wie eigentlich dieses Spiel auch eine ganz, ganz schlechte Wendung nehmen kann und wie ärgerlich es sein kann,
mit so viel fehlender Logik und so viel Schwierigkeiten konfrontiert zu werden. Wir haben tatsächlich gegen eine kleine Räuberbande verloren, als ausgewachsene Helden waren komplett unterlegen und ich nehme diesen Fail, den ich mir persönlich überhaupt gar nicht anlasten möchte, einfach mal so hin. Und ihr habt jetzt ein Let's Play voller Fails gesehen, aber im nächsten Mal würde ich sagen, gehen wir das Ganze noch einmal an, gehen direkt nach Feldstein und hoffen, dass wir wenigstens den Weg dorthin überleben werden. Euer Fred von Fred Spielen.